So, herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD. Zunächst wieder einmal kurz der Risikohinweis und dann geht's auch gleich zum DAX. Gestern war ein Live-Video etwa um 10.30 Uhr auch angesetzt und da hieß es, jeder Kurs über 10.108, 107 ist bullisch zu werten, also ab diesem Zeitpunkt sowieso. Und der Index lief dann bis auf ein Hoch von 10.280 hoch. Hier hielt es sich die ganze Zeit über dem Rainbow auf. Dann gab es eben mit der Eintrübung der US-Indizes einen Rücksetzer bis zum wieder EMA 38 und heute konnte er jetzt sogar fast ein neues Hoch erreichen, obwohl die US-Futures bzw. die US-Märkte 100 Punkte tiefer stehen als zu dem Zeitpunkt, also der DAX hier stand an dem Hoch. Also hat sich der DAX deutlich stärker entwickelt, was ich auch gestern im Chat geschrieben habe. Mal schauen, ob sich der DAX eben weiter positiv entwickeln kann, obwohl die US-Indizes fallen. Also das ist dann hier auch eingetreten. Das Chartbild im DAX sah halt bullischer aus als bei den US-Indizes. Was ist jetzt hier zu sagen? Schauen wir mal in den Stundenchart rein. Also die ganzen Rücksätze sind im Stundenchart am EMA 38 etwa passiert. Und ja, aktuell stehen wir auch über dem ganzen Rainbow. Die Wolke ist auch positiv, also hier muss man eigentlich klar erstmal in der Zeitebene Stundenchart jeden Rücksetzer als Kaufgelegenheit sehen. Bis es eigentlich nachhaltig wieder unter die 10.140 etwa geht. Und dann ist der auch noch sehr gut unterstützt in den Kursbereich von 10.060 etwas, 10.050. Also auch wenn jetzt hier ein größerer Rücksetzer vonstatten geht, ab zu diesem Zeitpunkt sollte es eigentlich wieder nach oben drehen. Wenn man jetzt nur den DAX erstmal betrachtet, also zwischen 10.060 und 10.020 etwa ist alles, was über dem 200er liegt. Wäre für mich bullisch hier im DAX. Aber ob jetzt so einen großen Rücksetzer sowieso sofort kommt, also ist ja in jeder Zeitebene noch bullisch, der DAX. Dann schauen wir ganz kurz nur die Währungspaare zum Euro an. Hier lief er jetzt wieder zurück an die Vorsicht-Long-Marke, prallt jetzt hier leicht ab. Hier muss man natürlich das Setup überdenken, ob das noch so hochlaufen kann. Aber bislang bleibe ich bei meiner Meinung, dass der Euro hier auch die Möglichkeit hat, noch zu steigen, ob er jetzt nochmal die Oberkante erreicht oder ob er jetzt nochmal das Level von eben die 1,1425 erreicht, sei dahingestellt, aber eine Aufwärtsbewegung ist hier nicht auszuschließen. Im Euro-Yen hat er knapp den Abwärtstrend hier verpasst, aber läuft jetzt wieder runter, steht jetzt wieder unter dem seitwärts laufenden Rainbow und EMA 200, also für mich ist es hier auch jetzt kein Chartbild, was für Longs oder auch noch für Shorts einlädt auf dem aktuellen Level. Im Euro gegen den Pfund hat er hier die Stop-Buy-Marke knapp verpasst und jetzt ist halt der Blick nach unten dann gerichtet. Da habe ich jetzt aber kein Kurs Level ausgemacht, wo er theoretisch drehen könnte. So, und dann kommen wir zu den US-Indizes.
Da musste der Index ja theoretisch das machen, was von mir gewollt war. Der Index ist jetzt hier gestern erneut an der Abwärtstrendlinie abgeprallt, hat also diese Kerze jetzt mit der gestrigen Kerze bestätigt. Und hier sieht es jetzt wirklich alles danach aus, dass er wenigstens die 2000-Punkte-Marke nochmal anläuft und testet. Im Prinzip schöner hätte man selber nicht malen können, hier die zwei Kerzen. Vorbörslich sind wir jetzt leicht im Plus. Ja, alles, was jetzt unter 2027 ist, das sollte man dann wirklich in Richtung 2000 Marke, 2000 Punkte Marke spekulieren. Dann schauen wir noch den Nasdaq an. Der den Widerstand, den 4.485,85 nicht ganz erreicht, ist hier hängen geblieben zwischen dem Daily und dem Monthly Widerstand. Und hier könnte es jetzt eben auch einen Rücklauf bis 4.370 stattfinden. Also im Prinzip nochmal den Abwärtstrend hier testen. Oder eben auch einen kompletten Rücklauf bis zum EMA 200 wieder bei 4.333 Punkten. Im Dow Jones Index hat er jetzt hier im kurzfristigen Chartbild erst gegen 21:15 Uhr den Abwärtstrend per Stunden, per 30 Minuten Close durchbrochen. Und mittags war halt hier das letzte Level im Aufwärtstrend bei 17.200. Und ab hier sollte dann die Abwärtsbewegung eben starten, spätestens. Hier ist eben zu sagen, dass der Index ja bis auch noch in den Bereich von 17.250 nochmal hochsteigen könnte, die Abwärtstrendlinie von unten nochmal anlaufen und dann dieses untere Kurslevel, Kursziel erstmal im kurzfristigen Bereich dann anzulaufen. Ich werde mich am Nachmittag dann nochmal melden, wenn es was Neues gibt, und wünsche allen dann bis dahin angenehme und gute Trades, erfolgreiche.